Liebe Schwestern und Brüder, vor etwa 2 Jahren bekam ich dieses Kreuz geschenkt für unsere Kirche bei einem Besuch des Lutherischen Weltbundes und einer diakonischen Gruppe, die sich aufgemacht hatte hier in Hermannstadt, in der Akademie in Eppendorf, über diakonisches Handeln in den lutherischen Kirchen weltweit zu sprechen. Und sie haben mir dieses Kreuz mitgebracht und übergeben. Und ich denke und finde, es ist sprechend für Ostern 2020. Es zeigt den, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und niemand will sie aus seiner Hand reißen. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Hier sehen wir Christus als den, der ein Schaf in die Arme nimmt. Es beschützt, es an sich, an sein Herz drückt, ihm Geborgenheit schenkt und ihm zeigt, er liebt es. Genau das, was wir in diesen Tagen und Wochen uns auch gerne wünschen und auch gerne haben möchten. Geborgenheit, Schutz, Liebe. Er, der Herr, ist aber, und das zeigt das Kreuz, nicht am Kreuz hängen geblieben. Er ist auferstanden. Und er ist bei uns, bei dir und bei mir, überall wo wir sind. Nichts kann uns aus seinen Armen reißen. Nichts kann uns von ihm weit entfernen. Nichts kann auch von dem, was uns umgibt. Und darum ist dieses Kreuz auch so schön. Es zeigt das Haus, in dem wir leben. Die Schöpfung, die uns umgibt. Und siehe da, auch in schweren Zeiten, die Schöpfung erholt sich. Unsere Häuser, unsere Familien haben Zeit füreinander. Und wir sind bedürftig, ein gutes Wort, ja, das Wort der Auferstehung aufzunehmen. Ich wünsche euch ein gesegnetes und frohes Osterfest mit dem auferstandenen und bei uns seienden Herr Jesus Christus. Am primit această cruce de la o delegație venită din partea Federației Mondiale a Luteranilor, care a avut o ședință aici la noi, în Sibiu. Ea arată pe Hristos, pe Cel care a spus, eu sunt păstorul cel bun, voi sunteți oile mele, eu îmi dau viața pentru oile mele și nimeni nu va lua de la mine. În aceste zile în care lumea este bântuită de un virus și ne retragem în casele noastre, în siguranță, cât de bine este să ascultăm, să luăm aminte la un astfel de cuvânt. Hristos este Cel care, cum ne arată și aici, pe această cruce, este Cel care ia oaia pierdută, o strânge de inima Lui, îi dă adăpost, îi dă iubire, este alături de El. Așa, Hristos de Paști a înviat. A înviat pentru a fi alături de noi, cu iubirea Lui, dându-ne adăpost, dându-ne speranță și curaj din nou. De un nou început cu El în această lume, cu Dumnezeu. Astfel de vă doresc un Hristos înviat, adevărat înviat, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră.
să ne vedem cu bine.